Hallo und herzlich willkommen zurück. Das nächste Titelmatch steht an. World Heavyweight Championship Match. Sheamus, der Champion, der bei Elimination Chamber sich den Titel geholt hat. Ja, Brock Lesnar hat ihn ja verloren in der Chamber, nachdem er von, Achtung, Ted DiBiase eliminiert wurde. Ja, war der Schocker des Pay-Per-Views, neben dem Cash-In von Jericho. Und er tritt heute an gegen John Cena, der Mann, der auch bei Elimination Chamber sich dieses Match verdient hat mit einem Sieg gegen Mark Henry. Und das Match ist ja jetzt wieder ganz besonders, weil es hat halt Auswirkungen auf WWE 15, auf das anstehende Let's Play. Wer wird als Champion, natürlich von SmackDown, ins Let's Play reingehen? The following contest is scheduled for one fall and is for the World Heavyweight Championship. Howard Finkel betont es nochmal für den World Heavyweight Champion Titel. Und da kommt der Champion, der natürlich bei WWE 15 auch noch als Champion an den Start gehen will. Der keltische Krieger Sheamus. Ja, Sheamus mit einigen interessanten Siegen bei WWE 13. Am Anfang noch vom Let's Play war er World Champion und jetzt am Ende ist er immer noch, also immer noch, aber wieder World Champion. Und die Frage ist, ob er das Let's Play auch so beenden wird und ob er so bei WWE 15 an den Start gehen wird. Aber natürlich gibt es da jetzt auch einen Mann, der da auf jeden Fall was dagegen hat. Und dieser Mann ist wahrscheinlich einer der stärksten Superstars und kämpferischsten Superstars im ganzen Universe-Modus, der auch schon sehr, sehr viele interessante Siege geholt hat. Genau dieser Mann, John Cena, never give up, you can't see me, rennt zum Ring, wie wir es von ihm kennen, und lässt sich vom Publikum feiern. Ja, wird John Cena heute World Heavyweight Champion? Er hat im ganzen Let's Play nicht einmal den WWE Champion Titel oder World Heavyweight Champion Titel gehalten. Er war Tag Team Champion mit Zack Ryder, so fair muss man sein. Und das ist das Baby, um das es heute geht, der World Heavyweight Titel. Sheamus gegen John Cena. Introducing the challenger from West Newbury, Massachusetts. Weighing 240 pounds, John Cena. And his opponent from Dublin, Ireland, weighing 272 pounds, he is the World Heavyweight Champion, the Celtic Warrior, Sheamus. Sheamus gegen John Cena ist angerichtet. Und jetzt kann es losgehen mit dem World Heavyweight Champion Titel Match. Danach, als nächstes kommt ja das Street Match. Undertaker gegen Brock Lesnar. Quasi unsere Version dieses Matches. Und dann natürlich noch das Triple Threat WWE Championship Match. So, dann bin ich jetzt gespannt, ob das so geil wird, wie die Ansetzung ist. Und dann geht es jetzt los. Sheamus gegen John Cena. Ich tippe jetzt einfach mal auf John Cena in diesem Moment. Kann natürlich mich auch irren. Sheamus legt hier auf jeden Fall direkt mal los wie die Feuerwehr. Sehr gut. Back Suplex von Sheamus. Fängt auf jeden Fall gut an hier. Also Sheamus lässt hier gar nichts anbringen. Klar, wenn er John Cena von Anfang an unten hält, dann hätte er ganz einfach bessere Karten, weil wenn John Cena gar nicht erst in Fahrt kommt, dann kann er ihn schneller besiegen, weil es ist halt unglaublich schwer, John Cena zu besiegen. Und jetzt, schöner Überwurf von John Cena, gut gemacht.
Überwurf, sehr gut. Sheamus muss jetzt aufpassen. Cena kommt ins Match rein. Und das ist ja meistens der Fehler, wenn man John Cena mal machen lässt. Aber Sheamus hat mich anscheinend gehört. Schöner Belly-to-Belly halb durch den Ring geworfen, diesen John Cena. Relativ ebenwürdig bis jetzt, aber ist auch noch nicht so viel passiert im Match. So, jetzt Sheamus in die Ringecke rein. Ah, Cena gibt auch schon gut Gas. Kann man jetzt nicht sagen, dass Cena jetzt hier langsam macht. Er gibt auch schon volle Kanone. Richtig Vollgas, rechtes Pedal durchgetreten. Sheamus mit dem Suplex-Ansatz, sehr gut. Geht durch. Also wie gesagt, mir ist es halt egal, wer hier gewinnt. Ich tippe einfach mal auf Cena. Und Suplex, sehr schön. Swinging Back Suplex in dem Fall. Sheamus überrascht mich. Kann ja auf jeden Fall sehr, sehr gut mithalten mit John Cena. Jetzt wieder hier dieser schöne Wurf auf die Matte. Da muss Cena jetzt auch erstmal durchatmen. Und Sheamus macht da weiter, wo er gerade aufgehört hat. Jetzt mal der Body Slam von John Cena. Das Publikum. Es gibt, glaube ich, relativ viele Cena-Fans. Aber natürlich auch die Cena-Hater. Aber es gibt auch ordentlich Sheamus-Fans, muss man mal sagen. Ich warte eigentlich nur auf den Moment. Let's go, Cena. Cena sucks. Ja, der Referee will natürlich jetzt, dass sie zurückkommen in den Ring. Stellt euch das mal vor. Count out. Ich würde mich totlachen. Aber wenn die beiden hier draußen fighten und dann vielleicht richtig ausrasten und alles gegeneinander geben, dann kann sowas auch schon mal schnell passieren, wenn man den Referee einfach nicht mehr hört. Weil man einfach zu sehr in den Brawl vertieft ist. Aber jetzt schätze ich mal, geht's zurück in den Ring. Und da ist Cena wieder im Ring. Jetzt haben wir wieder beide Superstars da, wo sie hin sollen, im Ring. Und Cena direkt mit dem Back Suplex gegen Sheamus. Oh Mann, ist Sheamus blass in dem Spiel. Jetzt muss Cena aufpassen. Oh, kriegt er voll den Arm von Sheamus nochmal. Oh Mann, das tut natürlich weh. Aber Cena ist halt einer, der bleibt da auch nicht liegen. Der steht direkt wieder auf und kommt mit dem Clothesline. Haut Sheamus aus den Socken. Ja, gut gekontert von Cena, aber auch gut gekontert von Sheamus. Und dann mit einer Headbutt, die nicht von dieser Welt war. Spult nochmal zurück. Was war das denn gerade? Kopfnuss des Jahrhunderts. Also bisher ist es wirklich ausgeglichen, würde ich fast mal sagen. Ja, gut, gerade greift John Cena weiter an. Sheamus vielleicht jetzt muss harte Wurfaktionen noch zeigen. Er hat ja auf jeden Fall die Power. Cena mit seinem Shoulderblock. Ja, Sheamus nimmt sich Cena und Belly to Belly. Und habt ihr gesehen, wie Cena da wieder geflogen ist? Also Sheamus hat auf jeden Fall die Power. Aber Cena halt danach direkt wieder mit dem Konter. Ich sag ja, das ist ausgeglichen. Und jetzt Cena mit dem Lutes Press. Ja, Schläge gegen den Kopf immer sehr effektiv, wissen wir ja. Ja, Sheamus kontert. Jetzt ist er hinter Cena. Vielleicht irgendeine schöne Aktion ansetzen. Schickt Cena in die Seile. Und Power Slam. Das war ein guter Power Slam. Jetzt muss Sheamus weitermachen. Bisher sieht es gar nicht mal schlecht aus für Sheamus. Wie gesagt, relativ ausgeglichen. Wenn er das jetzt noch bis zum Ende durchführt, kann er hier als World Champion WrestleMania verlassen. Aber Cena kontert und zeigt den Backbreaker. Oh Mann. Sehr gut, Sheamus kontert und zeigt so ein Mick-Check, so eine Art Mick-Check zumindest. So, Sheamus jetzt Ansatz zur Powerbomb. Und was eine Powerbomb gegen John Cena. Sheamus ist auf einem sehr, sehr guten Weg, greift jetzt das Bein von Cena an. Also bisher gefällt mir Sheamus in diesem Match sehr gut. Cena muss aufpassen. Sheamus mit dem Power Slam. Funktioniert auch. Wunderbar. Aber Cena kämpft sich natürlich direkt wieder hoch. You can see me. Und da schlägt er Sheamus nieder. Ja, Knee Drop hinterher. Aber Sheamus kontert auch viel, muss man sagen. Und er hat halt wirklich schon harte Aktionen gezeigt. Und Cena mit der Hurricane Runner ins Cover. Was? One,
Was war das denn von John Cena? Eine Hurricane Runner, das kennt man ja gar nicht von ihm. Und Cena mit seiner Aktion, jetzt muss Sheamus wirklich aufpassen. Jetzt kommt John Cena nämlich wieder in das Match rein. Mann ey, der Hurricane Runner hat mich jetzt echt beeindruckt von John Cena. Sheamus kontert. Aber auch Cena, das ist klar. Cena ist einer der größten Kämpfer in der WWE. Der kontert immer. So, Cena schickt jetzt Sheamus. Jawohl, voll in die Ecke. Sheamus prallt sogar ab und wieder Hurricane Runner von John Cena. One. Ey, das ist ja der Hammer. John Cena hat also wirklich einen neuen Move gelernt. Darauf warten WWE-Fans seit Jahren. Und jetzt hämmert der Sheamus schon wieder da gerade in die Ringecke. Ja, Sheamus muss jetzt wirklich aufpassen. Cena ist in einer guten, ja, wie soll ich sagen, guten Verfassung. Guard-Wrench Suplex von John Cena. Oh Mann, Sheamus, mach's dir nicht kaputt. Du hast eben so gut angefangen. Jetzt das Cover hier. One. Ja. So, jetzt Top Rope Action. Jetzt kann es interessant werden. Sheamus sitzt auf dem Top Rope. Was hat Cena vor? Back Suplex. Wirklich vom obersten Seil. Jawohl. Vom obersten Seil der Back Suplex. Aber Sheamus direkt wieder da. Aber Cena mit dem Lucha Express. Also es geht hier hin und her. Ein Super World Championship Match. Muss ich ja mal sagen. Cover. One. Na, Sheamus kommt raus. Der will hier seinen Titel nicht abgeben. Nee, nee, nee. Sheamus will hier weiterhin heute Abend auch mit dem Titel, mit dem Gold, die Halle verlassen. Clothesline von Sheamus. Aber Cena lässt sich nicht unterkriegen. Pusht sich da jetzt hoch. Aber Sheamus mit dem Power Slam. Super Aktion von keltischen Krieger. Er muss weitermachen. Aber Cena gibt jetzt Gas. Shoulderblock, Shoulderblock. Hinterher. Jetzt sein. Ja, sein Slam. Power Slam auf die Matte. Sheamus in einer schlechten Situation jetzt. Jetzt muss Sheamus gucken, dass er da John Cena aus dem Weg geht. Und wieder die Hurricane Runner, Nummer 3, One. Na, aber Sheamus kommt raus. Sheamus, pass mir auf mit der Hurricane Runner. Sheamus braucht wieder mal eine harte Aktion gegen Cena. So, Cena muss jetzt in die Seile. Sheamus fängt ihn ab mit dem Power Slam. Wieder gut gemacht von Sheamus. Komm, Sheamus, mach weiter. Du hast hier gerade eine gute Chance, John Cena zu besiegen. Power Slam Ansatz. Jawohl, der Power Slam von Sheamus. Aber Cena natürlich wieder mit dem Konter, wie wir es von ihm kennen. Jetzt greift Cena das Bein von Sheamus an, klar. Warum nicht? Und jetzt will John Cena das Match beenden. Nimmt den Taunt, den Jubel von Sheamus und setzt an zum White Noise. Das kann ich ja jetzt gerade mal nicht glauben. Und John Cena mit dem White Noise gegen, mit dem Celtic Cross natürlich, nicht das White Noise, gegen Sheamus. Das muss die Entscheidung sein. One, two, three. Und John Cena wird World Heavyweight Champion mit dem Move von Sheamus. Das kann doch nicht wahr sein. Arroganter geht es ja gar nicht. Neuer World Heavyweight Champion John Cena. Was ein Ende. John Cena wird World Champion mit dem Celtic Cross von Sheamus. Oh Mann, was ein klasse World Title Match. Es geht dann weiter mit dem Streak Match und dem WWE Championship Match. Ich hoffe, es hat euch heute wirklich gefallen. Mir hat das Match sehr viel Laune bereitet. Bis dahin, hell yeah!